Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Melanie Gärtner vom Team Hessischer Dokumentarfilmtag Let's Doc. Ich freue mich sehr, dass Sie bei diesem wunderschönen Wetter hierher gefunden haben und freue mich sehr, Ihnen den Song, den Film Song from the Forest präsentieren zu dürfen. Wir mit dem Hessischen Dokumentarfilmtag haben uns ja zum Ziel gemacht, wirklich künstlerische Dokumentarfilme für das Publikum im Kino zu feiern, sie mit Filmgesprächen zu besprechen und dabei eben nicht nur die Themen der Filme in den Fokus zu nehmen, sondern auch die Art und Weise, wie sie gemacht sind, das künstlerische Handwerk in den Fokus zu nehmen. Und dieser Abend ist heute der Disziplin der dokumentarischen Kameraarbeit gewidmet. Und wir freuen uns sehr, dass die Kamerafrau Siri Klug heute Abend zu Gast sein wird, die Ihnen nach dem Film einen Einblick darin gibt, wie sie in diesem Film gearbeitet hat. Wir freuen uns sehr, dass wir in Kooperation mit dem Marburger Kamerapreis den Film präsentieren dürfen. Und Malte Hagener vom Kamerapreis ist anwesend und wird im Anschluss das Gespräch führen. Sie sind dann auch eingeladen, mitzudenken, Fragen zu stellen und so weiter. Da wünschen wir Ihnen jetzt erstmal einen schönen Filmabend und freuen uns auf eine wunderbare Diskussion im Anschluss. Herzlich willkommen, Siri Klug. Ja, wir haben jetzt hier eine gute halbe Stunde Zeit, über den Film, über die Kameraarbeit beim Dokumentarfilm zu reden. Wir werden erstmal hier ein bisschen auf dem Podium reden, aber öffnen das dann auch später noch für Fragen. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise, die wir ja auch machen, wenn wir den Film sehen. Vielleicht, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, du machst ja vor allem Dokumentarfilme, die man hätte zeigen können. Du hast dich ja also Born in Evan hast du zum Beispiel gemacht, Anima, die Kleider meines Vaters, um zwei auch sehr erfolgreiche, bekannte Dokumentarfilme zu nennen, aber sehr viel mehr. Du hast dich ja aber für diesen Film entschieden. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, warum dir dieser Film jetzt auch vielleicht für diese Gelegenheit besonders wichtig, besonders richtig erschien. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich den Film Song from the Forest hier vorstellen darf und ganz besonders in Frankfurt. Das freut mich wirklich sehr. Und dann auch mit dem Thema der Bildgestaltung, Kameraarbeit in einem Film. Und ja, auf die Frage, warum dieser Film, tatsächlich ist er in der Auswertung jetzt auch schon 10 Jahre alt. 2013 ist er gestartet, das ist auch ein wunderbares Jubiläum. Da hat er seine ersten Schritte gemacht auf der ITVA, glaube ich, in Amsterdam im Wettbewerb. Und als ich gefragt wurde, welchen Film ich denn gerne zeigen würde, habe ich auch ein bisschen hin und her überlegt. Born in Wien spielt ja zum Teil auch in Frankfurt, wäre vielleicht auch sehr passend gewesen. Und irgendwie war Song from the Forest, vielleicht weil es ein Riesenabenteuer für mich war, weil es prägnant für mich war, auch das, weil ich ihn als super aktuell empfinde, wenn es um all diese Fragen, die uns im Moment auch bewegen, Klimawandel, Globalisierung, Kriege, Nord-Süd-Gefälle und so weiter, überhaupt auch der Umgang im Dokumentarfilm in prekären Ländern, finde ich ihn einmal mega aktuell und natürlich auch wegen den technischen Herausforderungen, aber das größte Abenteuer, und das spiegelt dieser Film für mich wieder, ist eigentlich Nähe. Nähe, Hingabe, Offenheit, dieses Abenteuer einzugehen, Menschen zu begegnen, egal wo das ist. Es muss nicht das Kongo-Becken sein, es kann unsere Nachbarschaft sein. Und das spiegelt dieser Film ganz stark für mich wieder und deshalb fiel diese Wahl auf Song from the Forest. Wir haben ja, also du hast ja auch gesagt, und das finde ich sehr richtig, dass du dich nicht nur als, also eigentlich nicht als Kamerafrau verstehst, sondern als Bildgestalterin, vielleicht sogar als Raumgestalterin. Und wir haben ja hier zwei sehr unterschiedliche Räume, die ja auch im Film
auch in dem, wie sie visuell dargestellt sind, ganz unterschiedlich sind. Also wir haben dieses kalte, winterliche New York und die amerikanische Ostküste und diese doch sehr, sehr grün, voller Licht, voller Leben, dieser Dschungel in Zentralafrika. War das von Anfang an eigentlich so klar oder sind das Dinge, die auch, ihr wart ja wahrscheinlich mehrmals da, vielleicht kannst du auch kurz so ein bisschen umreißen, die Geschichte der Produktion. Also steht sowas von vornherein fest oder sind das dann auch viele Zufälle, wo man dann plötzlich selber das während der Produktion oder wenn man sich das Material anschaut, dass man das dann erst erkennt? Also einmal war es so, wir waren tatsächlich nicht mehrmals da, sondern das war on the run, ein Wegstück, 11 Wochen Dreh, davon glaube ich 6 in der Zentralafrikanischen Republik im Kongo-Becken und 5 nochmal in den USA. Also es war eine lange Wegstrecke ohne Unterbrechung mit einem sehr, sehr starken Team. Und ja, was steht eigentlich fest? Ich glaube, anfangs, und es gilt für jeden Dokumentarfilm vor allem, die Inspiration, die grundlegende Idee, das, was einen anzieht, nicht mehr loslässt, fesselt. Dann natürlich das Thema, um was geht's eigentlich? Was ist der Über- und Unterbau? Welchem Strang will man folgen? Umsetzung natürlich ganz stark, schlussendlich auch Auswertung ist auch für mich ein wichtiger Faktor. Wo soll der Film gezeigt werden? Was ist das Publikum? Was ist der Markt? Und dann begibt man sich in die unendlichen Tiefen. So. Das ist nur eine Matrix und die Matrix, die lebt. So. Und man richtet sich als Team gemeinsam drauf aus und dann begibt man sich auf die Suche. Ich vergleiche es eigentlich immer ganz gern so mit einem Pilzesammeln. Es geht nicht darum, alles anzuschleppen, wenn man nur den Fliegenpilz haben will für seine Zaubersuppe, sondern sich auszurichten, das zu rufen, was man sucht. Und dann bekommt man das auch. Und deshalb ist Dialog, Kommunikation so wichtig. Also dieses Austauschen, immer wieder auszuloten, wo steht man? Das kann natürlich filmsprachlich sein. Also wie geht man mit den filmischen Codes und Mitteln um? Also Schärfe, Unschärfe, Kamerabewegung, Nähe, Distanz, Schwärzen, immer wieder Räume auszuloten. Aber Raum letztlich, mit dem wir ihn füllen müssen, das ist eigentlich Menschlichkeit, Verständnis, Offenheit, Neugierde, vielleicht auch Wut, Enttäuschung, all das, was eben das menschliche Sein ausmacht und auch unsere Lebensfragen, das, was Unmittelbarkeit schafft, das kann Dokumentarfilm. Und das bedeutet auch loszulassen, gerade bei so einem Rohmovie, wo nichts festgeschrieben steht, so, wo man sich auch fragt, ja, wie wird der fertige Film mal aussehen? Wer ist eigentlich der Protagonist? Im Treatment war es mal Samdi. Ist es das noch am Ende? Wessen Geschichte wird da erzählt? Und wo nehmen wir den Zuschauer mit in diesem Ausloten von einem Raum, dessen Zentrum wir eigentlich über die Bildgestaltung, über das Geschichtenerzählen erschaffen? Und dieses Abenteuer, ja, dafür brenne ich. Ich glaube, da liegt meine Liebe und dafür gebe ich meine Lebenszeit, egal wo, weil es eigentlich letztlich menschliche Fragen betrifft. Und dann kommt der Film selbst ins Spiel. Wir haben all dieses Wollen und Drängen und Müssen und Geld und Zeit und alles fließt dahin. Aber es gibt eben auch diesen Film, der auch was will. Und in diesem Loslassen erzählt sich der Film selbst, so wie man vielleicht auch im Wald dann den Fliegenpilz findet und nicht alles anschleppt, was gar nicht in die Suppe passt. So. Also dieses Loslassen heißt auch, es kann kommen, was immer da will. Letztlich, der Film ist ja digital gedreht und beim Digitalen kann man ja ganz viel anschleppen, um bei dem Bild zu bleiben, nicht? Das ist ja anders, als wenn man auf 35 oder 16 dreht, wo das Material immer auch das in gewisser Weise begrenzt, hat man ja beim Digitalen die Möglichkeit, eigentlich ständig irgendwie draufzuhalten. Vielleicht, also ich will nicht, wir wollen nicht über Technik reden, aber vielleicht kannst du doch ein bisschen über die Produktionsumstände, gerade in diesen ersten 6 Wochen in Zentralafrika, noch ein bisschen sprechen. Vor 10 Jahren, heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, war das natürlich schon eine Entscheidung, welche Kamera, Luftfeuchtigkeit, kein Strom und so weiter. Und dann das Wissen, okay, es gibt keine medizinische Hilfe, aber technische Hilfe schon dreimal nicht, da ist der Film vorbei. Das heißt also auch eine gewisse Produktionssicherheit zu gewährleisten, war mir ganz wichtig.
Und das soll es eigentlich immer sein, denke ich, bei jeglicher Arbeit, egal ob das jetzt der Ton, die Auswertung, die Finanzierung, die Bildgestaltung, die Dramaturgie ist. Irgendwann muss man die Chance haben, so einen Schritt zurückzumachen. Es soll halt nicht quer liegen sozusagen und einen dauernd nur beschäftigen, wie man mit Problemen umgeht. Und so sollte man die Wahl treffen, um dann einfach frei damit arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist uns dann doch trotz aller Anstrengung vor 10 Jahren, da war auch eben die technische Auswahl noch nicht so groß im Digitalen, dann doch gelungen so. Und ich denke, zu viel Technik, wie man so schön sagt, frisst Seele auf. Und wir waren auch ein sehr kleines Team, anders wäre das logistisch auch nicht gegangen so. Aber in diesem Weniger liegt ja auch oft eine große Kraft. Und Hauptsache die Technik lässt einem da nicht im Stich. So. Du hast jetzt eben gerade den Ton erwähnt. Das ist ja ein Film, der eine Geschichte erzählt, die ganz viel mit Ton und Klängen zu tun hat. Also dieser Mann, der über diese Musik, die er gehört hat, eigentlich deswegen in den Dschungel geht, aber auch sonst spielt ja Ton eine ganz große Rolle. Macht das was in der Kameraarbeit? Wie kann man das? Also natürlich redet man miteinander in der Produktion, aber denkt man darüber nach, wenn man Bilder einrichtet, Räume schafft, auch über diesen Ton, der ja auch im Dschungel so intensiv ist. Also damit arbeitet der Film ja auch sehr stark. Ich denke, die Partnerschaft zu den Tonmeistern und Tonmeisterinnen, und hier sitzt auch ein ganz wunderbarer Tonmeister, mit dem ich Born in Wien drehen durfte. Das ist eigentlich das Team, die Quintessenz, einerseits, dass man aufeinander aufpasst, dass man aber auch für jemanden hört, jemand anders sieht, jemand anders nimmt hinter mir wahr, was ich in dem Moment nicht sehen kann, weil ich rechts die Kamera auf der Schulter habe. Und dieses Zusammenfließen, das macht ja eigentlich Film letztlich dann aus. Man spricht ganz oft vom Filmemacher und meint eigentlich nur den Regisseur oder die Regisseurin, aber im Endeffekt ist es ein bewegliches, kraftvolles, ausgerichtetes, mal mehr oder weniger konzentriertes und ein energetisches Team. Und was uns alle bündelt, ist, glaube ich, ein Wollen, eine Hingabe, also und ein Umtanzen dessen, was erzählt werden soll, und man kann dafür kein Department auslassen, wobei ich habe noch gelernt, ohne Ton kein Bild, aber während meinem Studium, das kann ich natürlich nicht immer gewährleisten, ich wünschte, es wäre so, aber ich bin manchmal auch, wenn ich so mit Studenten und Studentinnen arbeite, ja, auch traurig teilweise drüber, wie sehr man für das Bild arbeitet und kämpft und wie sehr darunter mitunter auch der Ton leidet. Und wir hören doch alle sehr viel besser, als wir sehen. Und wie viel kann eigentlich über Ton oder Sounddesign gestaltet werden, was wir mit Worten und Kommunikation eben nicht ausdrücken können oder auf andere Art und Weise. So. Und das heißt, diese Departments, diese Teamfindung, ohne das wäre Dokumentarfilm in diesem Sinne meiner Meinung nach überhaupt gar nicht möglich. Und auch das sind, glaube ich, keine Zufälle, sondern es sind Wege, die zusammenführen, Wege, die letztlich eigentlich einen Film eben formen, in dem jedes Department da seine Wahrnehmung, seine Erfahrung und seine Visionen reingibt. So. Hast du dann auch, wir haben ja jetzt im Abspann auch gesehen, da sind ja auch von diesen Aufnahmen von Luis Sano laufen ja eine ganze Reihe. Ich nehme an, die habt ihr euch natürlich auch nicht ganz, aber zum Teil sicher vorher angehört. Versucht man auch für sowas dann Bilder zu finden? Also man kommt dann ja wahrscheinlich auch mit Tönen im Kopf da schon an, und versucht man dafür dann auch Bilder zu finden? Oder ist das dann doch so, ist man so sehr in der Situation dann drin, dass man... Ich glaube, es trifft sich so ein bisschen beides. Ich denke, für mich persönlich, das ist natürlich total subjektiv, mir ist ein Austausch mit der Regie
Von der Inspiration eben hin zum Thema, um was geht's eigentlich? Was ist der Kern? Was soll erzählt werden? Mir ist es wahnsinnig wichtig. Und es ist so ein bisschen wie so ein Marschgepäck. Ich forme mir darüber ein Netz, eine Orientierung. Das kann aber nur funktionieren, wenn ich das dann vor Ort auch loslassen kann. Gleichzeitig weiß ich aber, das ist da, das bildet einen Boden. Und wenn man das wie ein Meer sieht, dann ist vielleicht die Bewegung, der Wellengang, das, was beim Dreh passiert und dieses Abtauchen in diese Tiefe, das ist das, was diese Vorarbeit und dieses Vertrauen dann ermöglicht, in diese Tiefe zu gehen, dieses Wissen zu haben, dieses Vertrauen zu haben, um dann eben loslassen zu können, um andere Ebenen zu erreichen als nur die Oberfläche. Und das war für mich auch so mit ein bisschen Grund, warum ich genau diesen Film gewählt habe, weil hier die Oberfläche sehr verführerisch war. Der Urwald, das Grün, das Fremde, das Abenteuer, die Technik. Aber eigentlich ist es doch zutiefst menschlich. Es geht um Louis, eine Vater-Sohn-Geschichte, es erzählt vom Weggehen irgendwohin in die Fremde und dann doch wieder eingeholt werden von der eigenen Geschichte, egal wohin man geht. Eigentlich Urgeschichten, die man in Sagen, in Märchen, von mir aus auch in der Bibel, überall wieder entdecken kann. Und das ist das, was man zurückbringt und dann letztlich teilt. Und diese Vorbereitung, sei es die Farben, sei es der Umgang mit Schärfe, Nähe, Distanz, Weitwinkel oder für was man sich auch immer entscheidet, das ist eine Orientierung. Aber das Menschliche mitzubringen und zu sammeln und eine Verbindung einzugeben, das ist das Loslassen. Aber das braucht eben auch eine Orientierung, sonst ist man im Wald vor lauter Pilzen verloren. So. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch gerne melden. Ich habe sonst auch noch ein paar, also ich kann auch noch weiterreden, aber wir haben schon eine Frage, also gerne. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist. Was mir sehr eindrücklich geblieben ist, die Polyphonie, also man beginnt auch mit dem Wald, den vielen Bäumen, im Hintergrund die Sonne. Die Polyphonie und die Beschreibung, dass die Leute im Urwald, sie singen miteinander und es passt miteinander, auch wenn dann einzelne Texte hervorgehoben werden. Aber es passt miteinander und ich glaube, das ist was ganz sehr, sehr archaisches, sehr tiefsinniges, was mir am meisten rübergekommen ist. Also diese, als hätte er, also der Louis hätte irgendwie irgendwo in der Kindheit irgendwie eine Prägung, dass das so schön zusammenpasst und dass er das erneut sucht und dass sich das vielleicht in ihrem Team wiedergespiegelt hat. Ja, dass sie weniger ist mehr, dass sie im Team einfach Freude hatten, auch so etwas aufzugreifen. Trotzdem finde ich eine sehr schlimme Spannung in dem Film. Wie ist es denn nun? Also er hat allerdings eine Hepatitis D. Ich weiß jetzt gar nicht, es wirkte so, als könnte er so locker wegstecken, aber man weiß nicht, wird er nicht bald sterben? Was ist mit Samdi? Was macht Samdi mit den Spielautos? Geht er wieder zurück oder bleibt er dort? Hat er nicht eher jetzt mehr Konflikte als vorher, dass er auch mal in die andere Welt eintauchen konnte? Kann er überhaupt zurück? Was ich nicht so fair fand, dass die Ehefrau, er nimmt mich nie mit in seine Welt. Ja, das sind offene Themen, aber eindrücklich finde ich die Polyphonie, dieses Berührtsein von der Musik. Ja, das Berührtsein von der Musik oder was auch immer war der Beweggrund, dass Louis dieser Musik eben auch gefolgt ist bis ans Ende der Welt und letztlich auch einen sehr hohen Preis dafür bezahlt hat. Wenige Jahre nach Fertigstellung des Films ist er eben gestorben. Er hat sich entschieden, nicht in den Westen zurückzukehren, dort langjährige Behandlungen auf sich zu nehmen, sondern er ist eben dort verblieben. Er war noch mal kurz in den USA dann nach dem Film. Und ja,
was ich zu Samdi berichten kann, ist, dass er sich anscheinend umgedreht hat und wieder in den Wäldern verschwunden ist. Also habe ich richtig verstanden, Louis ist im Urwald verstorben, genau. Und Samdi auch wieder zurück. Genau, also beide sind ja zurückgekehrt, so endet eigentlich auch der Film. Und Louis hätte dann die Entscheidung gehabt, also sich einer langwierigen Behandlung quasi zu unterziehen, was nur im Westen möglich gewesen wäre, und hat sich dann aber dagegen entschieden. Also sein Ort war der gewählte Ort. Okay, ich bin Medizinerin, auch selbst in der Universitätsklinik Tübingen haben wir manchmal so entschieden, statt eine Chemotherapie zur Verlängerung vielleicht von 2 Monaten, lieber noch ein bisschen zu Hause zu sein und zum Beispiel, was jetzt nicht Urwald bedeuten muss. Also, vielen Dank. Ja, wir haben noch eine Frage gleich dahinter. Sie haben gesagt, dass im Treatment Samedi eigentlich der Hauptprotagonist sein sollte, weil das fand ich zum Teil auch ein bisschen schade, dass man hat ihn zwar gesehen, aber genau wie war, kam dann die Entwicklung, dass er dann doch nicht so zentral mehr... Ja, tatsächlich, die Entwicklung, das drückt schon aus. Also wie findet Begegnung statt, wie kann Austausch stattfinden? So. Und das hat einfach... das Zusammensein wiedergespiegelt, die fehlende Sprache vielleicht mitunter, die völlig andere Sozialisierung so, dann bestimmt auch die Ausrichtung, wohin soll das Thema gehen so, und das hat sich einfach über die Wegstrecke so geformt. Das ist das, was irgendwann, was man abgibt, worauf man vertraut, was immer wieder passiert. Also die meisten Treatments, wenn ich auf die zurückgucke, haben doch einen ganz anderen Spannungsbogen als das, was es nachher dann wird. Aber ich finde das eher eigentlich beglückend. Also wie man so schön sagt, go with the flow. Was bietet sich da an? Weg von dem, was wir als Ideen haben oder an Visualisierungen und Konzepten, alles, was wir da in unserem Marschgepäck für die Bergbesteigung mit uns rumschleppen, loszulassen und zu gucken, ab einem gewissen Punkt, wenn man schon mal unterwegs ist, was will der Film? Zurückzutreten. Wo ist Verbindung da? Wem kann ich überhaupt folgen? Kann ich Samdi letztlich verstehen? Kann er uns verstehen? Wie findet dort Austausch statt und Kommunikation? Was will der Film erzählen? Und das ist dieses Unmittelbare. Ich finde das, was auch Dokumentarfilm und Geschichten erzählen, auch Spielfilm, von mir aus auch Stream, VR, 360 Grad, whatever it is, einfach kann, wenn wir einander zuhören, nämlich in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, auszutauschen. Und da war der Sog in Richtung die Idee, der Film letztlich dann auch genommen hat, zu Recht. Also, ja, danke für den sehr authentischen, schönen Film. Ich habe heute beim Programm schauen, hatte ich das vage Gefühl, ich habe den Film schon mal gesehen hier. Aber sprich für Dringlichkeit des Themas, also Klima und so, ich wollte trotzdem noch mal reingehen, um das Gespräch mitzubekommen. Und meine Frage, also ich war jetzt unsicher, war diese Geschichte von Louis eine authentische oder war eine erfundene, aber also das war eine echte Geschichte. Und die zweite Frage, oder was ist aus diesem Regenwald geworden heute nach 10 Jahren? Haben Sie und aus den Menschen, ich kann mir vorstellen, es ist viel schlimmer geworden, wenn es überhaupt noch existent ist? Also zur ersten Frage, ja, es ist dokumentarisch, wobei ich selber das Gefühl habe, diese Kategorien oder Schubladisierungen sind mir persönlich gar nicht so wichtig. Ich bin sehr froh, dass es eine große Vielfalt an Geschichtenerzählungen gibt. Dokumentarfilm, Spielfilm, Hybrid, Essay, Stream, Dokuserien, was auch immer. Lasst uns diese Kanäle einfach nutzen. So, das finde ich wichtig. Und auch die entsprechende Form dafür zu finden und auch Vermarktung zu finden. Aber ja, klar, keine fiktionale Geschichte. Das ist wirklich eine Reise gewesen, wo wir wussten, okay, die startet jetzt. Und auch wenn wir die Finanzierung nicht letztlich zusammen haben, wir fahren jetzt, weil Louis und Samdi hätten die Reise auch ohne uns gemacht. Wir mussten also ran, eine Reisebegleitung von Anfang bis Ende tatsächlich. Und
Zweite Frage ist tatsächlich sehr schwer zu beantworten, weil alles natürlich immer im Wandel ist. Was mir damals, um wieder zur Kameraarbeit, Bildgestaltung zurückzukommen, sehr wichtig war, war die Ausgestaltung des Looks in Richtung der Farben. Ich war damals beim Color Grading, weil ich mit einem anderen Projekt beschäftigt war, nicht dabei. Das heißt, wenn es dann um die Farbbestimmung geht und bin dann später dazugekommen und am Anfang hieß es, ja, ja, du kommst dann dazu und wenn dann kleine Korrekturen ist, dann machen wir das. Aber wir müssen ganz dringend, Wettbewerb etwa, der Film muss fertig werden, wir müssen jetzt ins Color Grading gehen. Ich saß dann mit Produktion, alle Redakteure da, die Regie da, also alle die Geldgeber versammelt im Kino in der Vorführung und der Urwald war hell, rosa, warm, rot, freudestrahlend und der Westen war dunkel, düster, schwarz, bedrohlich, so wie man sich das halt so vorstellt. So. Dort das Paradies, andererseits das Elend. Und mich überkam das Elend und obwohl ich wusste, ich kriege jetzt 10 Messer in den Rücken gerammt, weil so ein Grading-Tag natürlich sehr teuer ist und das Festival natürlich auch schon gedrängelt hat, habe ich gesagt, das ist für mich nicht der Film. Dieses Paradies, dieses Lost World, diese Sehnsuchtsorte, auch das ist der Urwald nicht. Und darin dürfen wir uns nicht verlieren, genauso wie der Westen nicht das Übel von Konsum und Kapitalismus ist. Und diese Binarität, dieses Schwarz-Weiß, habe ich auch schon beim Dreh versucht zu verhindern. So. Klar, beim Color Grading noch mehr heutzutage kann man eigentlich aus allem rosa machen so, und aus allem düster machen, aber letztlich geht es darum, dieses Schwarz-Weiß, dieses Warm-Kalt zu verlassen und auf diese Welten, sei es auch die Nahe wie die Ferne, anders zu blicken. So. Und das eigentlich zu der zweiten Frage. Alles ist im Wandel, alles ist bewegt, wir können eine Welt nicht anhalten. Einflüsse kommen und gehen und was wir brauchen, ist eigentlich Offenheit, Aufmerksamkeit und die Lust und das Wagnis, auch wirklich etwas erfahren zu wollen. Und was können wir schon erfahren? Ich kann nicht mit den Bayakas leben, im Endeffekt kann ich mich nicht mal mit denen austauschen. Ich bin überhaupt nicht mit denen sozialisiert. Aber wenn ich mit Neugierde dorthin gehe und mit Offenheit, Dann ist Austausch möglich, auch wenn ich in der Kommunikation vielleicht nicht alles verstehe. Und ich muss verhindern, die Welt schwarz-weiß zu zeichnen. Und so sehe ich mich auch als Bildgestalterin. Ja, vielen Dank, dass Sie dann den Urwald nicht so bunt und so rosig gemacht haben, ne, sondern ihn haben wirken lassen. Ich wollte nur kurz ergänzen, ich kenne eine Kollegin, die ist Analytikerin, Soziologin und Musiktherapeutin, die ja sehr lange in Südamerika auch war. Wo genau, in welchem Land, weiß ich jetzt nicht, ob Chile oder Bolivien, ich weiß nicht. Sie hat ganz in Armut einige Jahre gelebt und hat selber nochmal gesagt, sie hat erfahren, wie wesentlich, also was die wesentlichen Dinge auch sind im Erleben. Less is more, also und auf was kommt es eigentlich an, auch die Gefühle auf sich wirken zu lassen und vielleicht dann immer besser auch zu wissen, wie wir mit dem Klimawandel am besten umgehen können. Was ist mir so das Wichtigste? Und das Buch ist übrigens auch sehr zu empfehlen, auch mit wunderbaren Übungen. Ein sehr guter Einstieg, also von Frau Spessart-Evers, bin ich hier, um Reklame zu machen, sondern aus voller Überzeugung und finde auch diese Frau, wie sie schreibt, sehr überzeugend. Ja. Vielen Dank. Du hast ja gesagt, so wieder, es gab ein Treatment, das ist wie eine Leitlinie war, aber die Leitlinie ist auch dazu da, dass man was hat, was man verlassen kann. Gab es auch in Bezug auf die Bildgestaltung so eine Leitlinie, zumindest ein theoretisches, visuelles Konzept, wie man rangeht, was man dann auch verlassen oder übersprungen hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wie ich anfangs schon sagte, für mich ist diese Vorbereitungszeit irre wichtig, egal welcher Film das ist, einfach um in den Dialog zu kommen, also weg von der Inspiration, dann wirklich in Richtung filmische Code, all dieses Handwerkszeug, was man eben dann einsetzt, um die Grammatik, die Sprache, die Bildsprache dann umzusetzen. Und natürlich bleiben Fragen, also wie geht man damit um, wenn man einen Roadmovie hat, der vielleicht nicht chronologisch erzählt wird, sondern immer wieder hin und her springt. Und das Grün des Urwaldes, dann auch natürlich dieses Kathedralenhafte, wo kaum Licht durchdringt, dann der Nebel, der Dunst, die Luftfeuchtigkeit, dann diese ganz andere Welt, der Lichterglanz in den USA, Fifth Avenue, kurz vor Weihnachten und so weiter. Und da macht man sich natürlich Gedanken und man ruft Dinge und man versucht, sich zu verorten. Und es ist ein Spannungsfeld, in dem man sich eigentlich halten sollte und auch irgendwo muss. Und in diesem körperlich sein, würde ich fast sagen, wie beim Tanz wahrscheinlich, wobei ich keine Tango-Tänzerin bin, aber so stelle ich mir das vor, in diesem geführt werden und in diesem loslassen, ist es dann irgendwann ein Sammeln und auch ein drauf Vertrauen. Und manche Dinge, die schiebt man so ein bisschen an, die waren jetzt nicht der Zufall, das war zum Beispiel Samdis Mütze, dann die Koffer, dann auch dieses Glück mit der Wohnung, mit dem Grün, das hat sich denn so ergeben, weil die erste Wohnung, die wir hatten, war wirklich grauselig so. Einfach auch, da hätten wir gar nicht wohnen können, weil es gar keine Wände gab und so weiter. Aber und jetzt wahnsinnig esoterisch rüberzukommen, glaube ich schon, dass man das, was man ruft, irgendwann eben auch ernten kann. Aber in der Fülle geht es darum, sich in Räumen, und das ist ja Bildgestaltung, Räume gestalten, weg vom Zweidimensionalen in dieses Dreidimensionale. Und da spielt natürlich Farbe, Schärfe, Unschärfe, Licht, Kontrast, Bewegung eine ganz große Rolle. Aber letztlich, worauf es mir vor allem ankommt, ist nicht die Drei-Punkt-Ausleuchtung oder auf der dunklen Seite des Gesichts zu bleiben. Ich würde mich immer dahin wenden, wo Emotion ist. Das ist aber ganz subjektiv. Aber dem würde ich alles unterordnen. Und ich würde sagen, if you feel something, stay. Oder vielleicht beim Film würde ich sagen, ja, move to it, geh näher ran, füg dich da rein und dann kommt auch ein Stück weit die Bildgestaltung auf einen zu, weil es um Fühlen geht, um Ertasten, um Nähe und nicht um Verstehen und Ausloten und selbst wenn es verschiedene Kategorien sind von Storytelling, wenn manches vielleicht mehr Character-driven ist und das andere ist mehr Story-driven, für mich wäre das Lot immer die körperliche Verortung und die Neugierde, die Hingabe, die Empathie letztlich. Und dann kommt auch die Sprache, weil man nicht alles wissen kann. Sehr schön. Wir haben noch eine Frage und dann müssen wir, glaube ich, so langsam auch mal zum Ende kommen. Ja, mich würde interessieren, wie Sie die Nähe zu den Protagonisten geschaffen haben, gerade weil die Sprache ja sicherlich auch eine große Problematik dargestellt hat. Und auch so im Allgemeinen, dass man durchaus den Eindruck hatte, dass Sie die Kamera vergessen haben und ich auch im Spiel mit Protagonisten, die mich sehr wohl verstehen, häufig die Problematik habe, wie schaffe ich es, die Kamera vergessen zu lassen und die Menschen voll in der Situation sein zu lassen. Und gerade im Urwald in den Szenen ist es für mich wunderbar gelungen und deswegen die Frage, wie Sie das umgesetzt haben. Ja, das würde ich wahnsinnig gerne auf einen Nenner bringen und beantworten können. Tatsächlich kann ich es nicht. Es gibt so viele Antworten darauf. Ich habe vor einem Jahr in Sibirien gedreht, da ging es um den Amur-Tiger. Wir hatten so den Oberüberjäger und das Erste, was der zu mir gesagt hat, war, ich hasse Menschen. So, und schon dreimal die mit Kamera und die dann noch hinter mir herlaufen und die Äste knacksen und das Laub raschelt und eigentlich mag ich dich nicht. So, das war der Start in den Dreh. Aber erfreulicherweise hatte ich die gleiche Hose an wie er.
Vielleicht hat er schon mal eine Tür geöffnet und ich konnte mit ihm Schritt halten und mein Papa war auch Oberüberjäger. Also manchmal gibt es so Symbiosen und eine kleine Falltür ist geöffnet. Die hilft allein gar nichts im Endeffekt, sondern da hilft dann eigentlich wieder Körperlichkeit, Nähe, Neugierde, aber auch manchmal Distanz, überraschen. Auch mal verweigern, auch menschlich sein in allen Nuancen. Und letztlich wollen wir das ja auch vom Film. Wir wollen auch im Film eine Identität geben und nicht alles ist Wohlsein. Ich liebe Widerstände, ich liebe Reibung im Film, auch unbeantwortete Fragen, weil wir sie ja im Leben selber auch uns nicht ständig geben können. Und die eigentlich wertvollen Fragen können wir so oder so nicht beantworten. Und so ist es auch oft mit Protagonisten, muss ich sagen. Und keine Scheu zu haben. Ich weiß, ich bin da und es ist meine Lebenszeit und ich werde das Abenteuer einfach nutzen. Und das Abenteuer ist nicht der Ort oder die Menschen, sonst bin ich selber. Was traue ich mich in der Begegnung von Mensch zu Mensch? Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Siri Klug, für den Film, für das Gespräch, die Gedanken und wir sind gespannt auf weitere Filme auf den Spuren von Tigern und Emotionen. Danke. Vielen Dank.